Hallo Leute, willkommen zurück zur Let's Play Assassin's Creed. Ja, eine andere Rüstung kauft, weil ich habe jetzt mal die Rüstung von Brutus Crassus angezogen. Das ist die Rüstung des Mörders von Julius Caesar, wenn ich recht in Erinnerung bin. Und zur anderen rechten Erinnerung, wir wollten hier runter und dann hier rauf. Keine Angst, ich mache schon weiter mit da. Aber wie im letzten Part geklärt, ich mache erst einmal mir den Weg frei. Und ständig da eine Templerfestung reinzumarschieren, wird vielleicht nach 10 Folgen immer langweilig. Wir machen schon weiter mit der Hauptmission, aber ich möchte lieber erst abklappern. Erst die ganzen Festungen abklappern, weil dann können wir uns nämlich frei bewegen. Na gut, frei bewegen vielleicht auch nicht, wir werden dennoch angegriffen. Aber haben mal die ganzen Templerpunkte. Und sollte es mal ein Angriff von die Templer tatsächlich mal kommen... Ich hoffe es langsam mal, weil die... Ich lasse das jetzt mal offen, wie es da steht. Und warum? Weil ich hoffe auf einen Templerangriff. Weil das haben wir bis jetzt bloß einmal gehabt. Und zwar die in der Hauptstory. Und ich finde die Templerangriffe eigentlich ziemlich geil. Deshalb möchte ich ehrlich gesagt auch so oft es geht den Templer die Nase rausstrecken. Damit die uns wunderbar angreifen sollen. Deshalb kaufe ich mir auch da oben auch noch den Arzt. Müssen hier sowieso rauf. Shit happens. Merhaba. Wieso sagt sie, wenn sie uns sieht, guten Tag? Ja. Was gibt's Neues denn im Hause des flauschigen, rauchigen Krieger? Ja. Es gibt was nicht schönes Neues und was ganz schönes Neues. Fangen wir mal mit dem ganz schönen neuen, einen Adligen vergiften, sehr schön. Wir haben unsere Freunde auch wieder zurück. Rang Novize, das wird immer besser, Leute. Wir steigen gerade in der Impferungsstück, Rang Schüler. Wir brauchen genug Leute, dass wir unsere Verteidigung angreifen können. Das wird praktisch, je mehr Leute wir haben, desto mehr können wir auch Dings haben. Jetzt bin ich sprachlos. Halt dich im Alter fit und dann können wir auch reden. Nee. Wir können zuerst einmal zum Schönen. Ich habe Gott sei Dank meine verdammte, verfluchte Zwischenprüfung hinter mir. Ich bin froh darüber, dass ich die jetzt hinter mir habe. Jetzt heißt es, bis zu meinem Geburtstag, der im November ist, bis dahin erwarte ich noch auf meine Ergebnisse. Die ich dann bekomme. Ja, Mitte November, das ist eigentlich schon ein gutes Stück. Bis wir bei Mitte November sind. Das ist eigentlich schon ein starkes Stück, ehrlich gesagt, dass man sich eine Dreiviertelstunde da reinhockt. Und dann 6 Wochen wartet. So spätestens. Was für ein Spektakel. Ja. Hier oben waren wir doch erst neulich. Was waren hier oben nochmal? Kannst du mir da weiterhelfen? Wie immer diese verrückten Assassinen. Verrückte Assassine, ich gebe ihm gleich verrückte Assassine. Ich sorge für die Infrastruktur des Landes. Ich sorge für eine blühende Infrastruktur. 5725. Ich sollte manchmal tatsächlich mal langsam zur Bank gehen. Weil ich habe selber kein Geld mehr. Wegen der erhöhten Nachfrage nach dem Heldenepos von Exena, der Kriegskönigin, habe ich nun meine Leute angewiesen, viele Kopien für meine verehrten Kunden anzufertigen. Das ist schön. Ein Bücherhändler, der wenigstens weiß, wie Bücherhändler gehen. Es darf nicht behauptet werden, dass das erhabene Konstantinie nur zuschaut und seine stolzen Bürger in der Not alleine liegt. Stolze Bürger in der Not, ihr habt's mit Templer zu tun, da hinten steht schon wieder einer. Ihr habt es mit Byzantiner, Templer und sonstiges Gedönse zu tun. Ah, 8 von 100. Da waren ja noch welche. Verrückte Mörder bleiben verrückte Mörder. 9080. Sind wir jetzt inzwischen im Tresor?
Ich zieh dich auch gleich für deinen Kopf, aber ich bin Richter Henker. Ich bin aber Richter Henker in einer Person. Ich richte die Leute auch über Gott, die ich hinrichte, aber ich bin Richter und Henker in einer Person. Ich könnte einen Freund töten. Khalifa Moschee. Istanbul ist eigentlich eine Stadt mit vielen Moscheen. Das muss ich schon sagen. Jetzt befinden wir uns bei der Khalifa-Moschee. Ich glaube, das wird nicht die letzte Moschee sein, wo wir uns befinden. Und ihr euch mal überlegt, wie viele Moscheen wir inzwischen hier rumgereist sind. Da hinten ist der Friedhof, das heißt, ich könnte mich jetzt hier wunderbar einen Plan schmieden lassen. Aber erst einmal neun drücken. Und das Kindergeschrei fängt im Hintergrund wieder an. Ich habe zwei kleine Nachbarskinder, da tut's mich nichts mehr im Wald wundern. So, wie schaut's denn jetzt weiter aus? Ach ja, zu guten und schlechten Nachrichten. Die gute Nachricht, der Zwischenprüfung hinter mir, jetzt bis Mitte November warten wir die Ergebnisse. Dann die schlechte Nachricht. Ich habe die Woche einen Dachs angefahren. Tja, Dachs, was ist das nochmal? Das ist so ein, das ist hier ein waldlebendes 100 Kilo Viech. Es ist ganz und gar nicht lustig, das mal auf die Nerven zu kriegen. Was seid ihr denn für Vögel? Ah, das sind die Romas. Wir befinden uns nämlich, what the fuck, was macht die Frau da hinten? Junge Frau, was macht's hier da? Man merkt, dass wir langsam in die Nähe der Romas kommen. Weil da sind die Roma nämlich. Gut, das. Die Roma sind eher. Die Roma sind Darsteller der Künste. Aber ich würde die Hauptmission lieber im nächsten Part machen. Lieber da oben langsam zum Angriff blasen, die in die nächsten Parts machen. Wir haben jetzt noch zwei Templerfestungen, die wir noch einnehmen können. Dann haben wir auch alle Assassinen-Symbole und so. Das kann uns alles nur zugunsten von uns werden, Leute. Es ist ja kein Vorteil. Ich kann mich auch viel leichter dann durch die Stadt bewegen. Kann mich auch dann viel leichter durch die Stadt bewegen. Ohne groß jeden Part angegriffen zu werden. Ich könnte eigentlich Söldner. Könnte die eigentlich mal anheuern und immer ein kleines Straßenbattle veranstalten. Könnte ich eigentlich machen. Was soll man jetzt? Wir sind jetzt in diese Gassen drin. Aber wir sind hier. Ein bisschen Planahnung habe ich zwar von Assassin's Creed Revelation. Markienzäule, genau da sind wir. Lesen wir uns doch mal die Markienzäule durch. Noch eine Säule, die in einen vergessenen Kaiser gewidmet ist. Einen gewissen Markin ungefähr aus dem Jahre 455. Diese hübsche korinthische Säule steht heute immer noch und trägt aber nichts als den Himmel, ein paar Wolken und Jahrhunderte vergessener Träume. Im Vergleich zu den anderen Säulen, die man in der ganzen Stadt findet, ist diese noch in einem recht guten Zustand. Interessant, die Markian-Säule. Alter, ohne Witz, ich würde am liebsten so Herolde am liebsten erdolchen oder sowas. Aber Ezio darf ja keine Zivilisten auf den Kopf, keine Zivilisten hier umbringen, scheiß Kodex. Sonst hätte ich hier längst die Herolde alle mal umgebracht nach dem Bestechen. Da spare ich mir zu einem das Geld. Punkt 2 hätte ich dann die Herolde los. Aber das Leben ist kein Wunschdenken, leider. So, jetzt heißt es unbemerkt darüber zu kommen. Und mit unbemerkt meine ich nicht von diesen Typen da fertig machen lassen. Aber die Assassinen lasse ich jetzt noch stecken, ehrlich gesagt. Und da ich meine Assassinen gerade auch noch voll habe, könnte ich den Pfeilhagel auch benutzen.
Es gibt kein... Und auch für mich gibt es Zutritt. Ich habe dir gerade meine Karte gezeigt. Na. Wieso die feinen Herrschaften? Komm, mein Freund, lass dich umarmen. Doch nicht. Dann leider doch nicht. Suchen wir uns dann lieber da das Sämtlerhauptmännchen raus. Was war das jetzt gerade? Habe ich den aus Versehen schon entdeckt? Oh nee, das kann wieder beschissen werden. Ich könnte jetzt Seilrutsche benutzen und den erst einmal eine draufhauen auf die Finger. Shit happens. Ich hasse diese. Ich sage es euch, es gibt nichts Schlimmeres als diese Turmfesten. Wo flieht der schon wieder? Ich es hasse. Ich hasse euch, ohne Scheiß. Ich sehe meinen Templer auch nicht, weil ihr mich gerade von der Spur gebracht habt. Hört auf, mich ständig anzuballern und sonstigen Nonsens zu machen. Ich habe darauf keinen Bock. Ein Glück, dass sie mich nicht mehr sieht. Ach, scheiße. Genau da. So, wie immer hat da uns der Templerhauptmann eine Rechnung durch den Weg gemacht, weil der sich so lang versteckt hat, bis... Schieß mich gut. Gibt es irgendwo in der Nähe einen Schnellreisepunkt? Ja, dann könnte ich den da unten nehmen und fuck, hier noch reinmarschieren. Das mache ich jetzt auch noch. In dieser Folge Tunneleingang aktivieren. Oder ich benutze hier meinen Hauptaussehenpunkt. Dann kann ich nämlich anderen, kann ich noch ein bisschen planen. In die Richtung. Verreck doch selber! Aber ich hasse solche Bergfest. Die ballern mich einfach runter. Das ist unfair. Ich mach das doch auch nicht mit deiner Mutter. Darf ich erst einmal wieder eine komplette Templerarmee loswerden? Das Buch, von dem du mir erzählt hast, geh da nicht hin. Seine Preise sind unverschämt und seine Klingen taugen auch nicht viel. Halt mal die Armee hinter mir auf, ihr. Also, mir fehlen einfach die Worte. Verdammt! Ich verliere ihn! Ach du Scheiße, da hinten ist das ja nicht Schauenhauptquartier. Da sollte ich besser nicht reinmarschieren. Da ist er! Ist das nicht gefährlich? Da hinten ist ein Janitscharen-Hauptquartier, das Janitscharen sind die Top-Krieger, denen werden wir auch noch bald begegnen. Und ich würde sagen, auf denen bin ich jetzt nicht so gerade jetzt schon die Bekanntschaft zu machen. Sagen wir mal so, die Bekanntschaft mit denen habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Hey, bist du noch bei Trost?
Aber hier hinten ist ja bald unser Assassinenquartier. Valiant Aqueduct. Aha. Man kann auch diese ganzen Wahrzeichen kaufen. Was wir aber mit dem entsprechenden Kleingeld müssen. Und wir brauchen erst einmal, ich brauche erst einmal ein entsprechendes Kleingeld für andere schöne Dinge. Ich spare mir erst einmal das Geld für die Armbrust, ehrlich gesagt, auf. Der hat sie doch nicht alle beisammen. Das habe ich gehört. Ich spare mir erst einmal das entsprechende Kleingeld auf. Eine Strohpuppe. Wo ist jetzt mein Eingang? Das ist jetzt genau auf der anderen Seite. Merde. Geh aus dem Strohsack heraus. Oh, da ist eine Kiste. Sowas nehme ich mir lieber gleich mit. Aufschlaghülsen kann man immer brauchen, vor allem wenn ich mit meinen Giftbomben komme. Lass mir jetzt einen Plan einfallen, Leute. Wie lange geht denn die Folge noch? 3 Minuten. Passt ja noch. Nur, das ist sehr schön, dass das geklappt ist. Die bekommt einen Konter und die bekommt hoffentlich eine Rüstung. Der gebe ich jetzt eine Rüstung, ehrlich gesagt. Und die hat sich eine Rüstung verdient. Ah, ich lerne das nie. Jetzt nur aus reiner Neugierde mal gucken. Hätte ich für die mittlere Verteidigung von Alexander genug Leute da? Weil wenn ich hier aufräume... Wir haben hier noch 5%. Ich könnte jetzt hier noch die schwierig Überblick wegmachen oder die eine Liste einschmuggeln, einen Putsch vereiteln. Ja, ich komme gleich. Ja, ich komme dann. Ja, ich komme dann. Gut. Ja. Danke. Ja, Essen gibt's dann gleich. Lassen wir uns zwei Kleinen ran. Die können außerdem auch die IP gut gebrauchen. Novize und Celebi gegülden. Und ich überlege jetzt gerade, mit unsere beiden Kleinen waren das jetzt. Und ich schaue jetzt nach. Der, die, das, denn, schaffen. Der hätte ich bloß 50%, das wäre kein... Die Stadt hier zurückzuerobern, schaffe ich das mit meiner Armee, mit meiner halben Armee. Das würde ich schon so schaffen. Ich könnte das jetzt schon in Auftrag geben. Die hat 164 EP. Die wird davor ziemlich EP-lastig kommen. Dann lasse ich Rami und Sili da. Und die geht mit die Großen mit, also die geht mit Adele und Gabriele mit. Das reicht nichts. Celi und Naya, was mache ich jetzt mit den beiden? Also Alexandra wird jetzt befreit. Man nennt da mal 15 Kontrolle. Minus 15, achso. Ich habe hier jetzt dann schon, und das müssen wir dann noch aufbauen. Und die beiden fangen mir in Algeria halt schon an. Algeria an. Bericht. Wir müssen halt die Templerkontrolle irgendwie niederbringen. Die kriegt die 34 IP dort. Und sie kann einen Bericht annehmen. Mit 107.
So, damit wären unsere ganzen Rekruten auf einer langen Reise jetzt. Wenn jetzt alle Rekruten auf einer langen Reise. Und ich würde sagen, im nächsten Part versuchen wir. Entweder diese Festung oder wir greifen mal von unten an. Weil dann wären wir auch in der Nähe der Roma, was uns vielleicht noch mehr ein bisschen einbrechen würde. Ich für meinen Teil werde jetzt bald mal im freien Spiel, also während nicht der Aufnahme, hier ein bisschen rumgehen, was euch ein bisschen langweilig erscheint. Hier die Punkte lasse ich euch, decken wir gemeinsam auf. Aber dass ich zum Beispiel hier alles einkaufe, alles aufrüste und sowas, das werde ich jetzt in Zukunft nur noch alleine machen. Dann haben wir nämlich mal eine komplette Karte. Und hier oben haben wir dann auch noch was zum Aufdecken und so. Das werde ich euch jetzt in Zukunft alles machen. Ich zeige euch das dann alles. Also als nächstes werde ich hier unten alles freischalten. Hier den Arzt werde ich da unten kaufen, die Buchhandlung und den Schneider von dem gewonnenen Geld. Und ich schaue auch, wie die Mykalion-Kirche kostet. Dann werde ich hier unten noch alles freikaufen. Die ganzen Geschäfte werde ich freimachen. Dass jedenfalls in Ort eine Infrastruktur ist. Hier oben werde ich alles verkaufen. Es wird halt ein bisschen länger dauern. Aber das werde ich jetzt alles in Zukunft ohne aufzunehmen machen. Und bei der restlichen Geschichte wie diese großen Gebäude und diese freien und diese Fraktionsgebäude werde ich mit euch gemeinsam machen. 5 Schmieden, 5 Banken, oder 6 sind es inzwischen. 5 Banken, 5 Schmieden werde ich jetzt alleine machen, die ganzen Dinge. Nur Fraktionsgebäude und sowas und die Roma lernen wir bald in den nächsten Parts kennen, das verspreche ich euch. Also wiederschauen, reingehauen und Servus. Und ja, bevor ich das jetzt auch noch vergesse, die ganzen Fraktionen und Assassinenjagden, die werde ich jetzt auch noch privat nehmen. Also es werden die Assassinen immer, wenn sie nicht gerade frisch von der Reise zurückgekehrt sind, von mir erst dann auf die Brücke geschickt. Oder sie sind schon dabei, sollten die da sein. Aber für manche Missionen, wie zum Beispiel diese Templer-Tempel, werde ich sie mir noch im Auge behalten. Also wiederschauen, reingehauen und Servus.